Hallo, mein Name ist Gerald, ich bin der neue Nutzer von GeoWeb. Regulär geht es ja hier immer um Video und Marketing. Aktuell mal um was anderes. Ich hatte im letzten Video angesprochen, was ich denn geplant habe. Es geht um ein Balkonkraftwerk bis 600 Watt. Es gibt tatsächlich bei der Stadt Oldenburg ein Förderprogramm für Balkonkraftwerke, also bis 600 Watt. Wobei das ausgerechnet nur bei der Stadt Oldenburg ist. Jetzt habe ich ja zweierlei. Ich habe ja Büro, Schnitt etc. Ich habe aber ja auch Homeoffice, wo ich lade, Akkus lade etc. Das heißt, es sind eigentlich getrennte Geschichten, aber Büro geht es gar nicht, ein großes Bürogebäude. Da müsste dann der Eigentümer das machen. Zu Hause kann ich ein Balkonkraftwerk aufbauen, um das Ganze zu versorgen. So, und ich will dann auch meine Kameras, alles, Akkus dann da versorgen. Und ja, der Plan war halt einfach, das zu machen. Aber wie gesagt, Stadt Oldenburg gibt es einen Zuschuss, Förderprogramm. Landkreis Oldenburg noch nicht. Da steht zwar auf der Webseite drauf, ab Sommer 2022, was ja jetzt mal gerade 4 Tage her ist, oder 5. Und das heißt, in den nächsten 14 Tagen erwarte ich auch, dass es bei dem Landkreis Oldenburg auch so ein Förderprogramm gibt. Aber darum geht es mir ja nicht, diese Fördergelder mitzunehmen. Ich wollte einfach nur mal erzählen, wie die sowas aufbauen. Kann sein, dass in deiner Stadt, in deinem Dorf, in deinem Ort auch Förderungen angedacht sind oder vielleicht sogar schon am Start sind. Das heißt, dass bei euch auch Fördergelder sogar für Mini-PV-Anlagen oder für Balkonkraftwerke bis 600 Watt fließen. Und jetzt kommt das Aber. In Oldenburg ist es zum Beispiel so, Voraussetzung, um an diese Fördergelder zu kommen, ist es, dass du dein Mini-PV-Anlage, deine Balkonkraftwerk bis 600 Watt, dass du das anmeldest beim Netzbetreiber. Das ist hier die EWE, Stromversorger. So, jetzt sagen viele, ja, ist ja ganz easy, ganz einfach, kann ich online. Also warum soll ich bei dem Betreiber, der mir Strom liefert, anmelden, dass ich einen Teil auf seinen Strom verzichten will? Ja, das ist ja irgendwie, es geht ja gar nicht. So, das ist ja, du gehst zum Friseur und fragst den, ob das in Ordnung ist, dass dein Nachbar dir in Zukunft die Haare schneidet. Hä? Was soll der Friseur da sagen? Wenn du von dem eine Genehmigung kriegen willst, der wird da alles tun, dass du keine kriegst. Und so ähnlich ist das hier bei der EWE auch. Das ist ja, die haben doch gar kein Interesse daran, dir das zu genehmigen, weil sie dadurch nämlich weniger verdienen. Es sei denn, und jetzt kommt die Krux, es sei denn, die erheben diese ganzen Daten nur, und da gehe ich wieder mal von aus, dass sie im Nachgang hinterher sagen können, okay, sie betreiben bei uns XY, das erzeugt bei uns den Fantasieaufwand, schlag mich tot, den sie irgendwie aus der Schublade ziehen werden, mit einem schönen Namen dran, und das kostet jetzt Summe X. So. So ungefähr werden sie es dann treiben. Ne? Die werden einfach hingehen und werden sagen, so, ihr habt eine Mini-PV-Anlage, ja, okay, dann zahlt mal dafür. Ist zwar völlig ungerechtfertigt, aber das können sie nur machen, wenn sie wissen, wer die hat und wenn die alle angemeldet sind. Ne? So, ganz viele melden aber nicht an, weil es nämlich auch, soweit ich weiß, noch nicht verpflichtend ist. Wenn du Rechtsanwalt bist und weißt den Paragraphen, Gesetz, wo es drin steht, dass es doch so ist, ich glaube nicht. Also selbst im EEG ist es so dezidiert nicht drin. Aber sie versuchen es. Und für mich liegt das so ein bisschen nahe, dass hier bei der Stadt Oldenburg zum Beispiel 300 Euro ist jetzt für den Einzelnen nicht viel. Aber es ist ja so, dass wenn das, Oldenburg hat 120.000, 150.000 Einwohner, keine Ahnung. Stell dir mal vor, die Hälfte macht das nur. 300 Euro ist ein Batzen Geld für die Stadt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Kohle von der EWE rübergeschoben wird. Ziemlich sicher. So, das ist nur eine Vermutung, aber ich bin mir ziemlich sicher. Das heißt, der Netzbetreiber zahlt dafür, um an die Daten zu kommen. Hä? Macht ja Google genau, das machen die alle so. Die ganz Großen machen alle so, die zahlen dafür, um an die Daten zu kommen. Und hier auch mal wieder. Also musst du selber überlegen, melde ich es an, melde ich es nicht an. Weil jetzt kommt nämlich die Krux. Die 300 Euro mitzunehmen, klingt ja erstmal schön. 300 Euro Förderung, Förderprogramm, Zuschuss, 300 Euro Kasse auf ein Balkonkraftwerk bis 600 Watt, prima. Wenn Kosten, was kostet so ein Balkonkraftwerk? Wenn du es fertig kaufst als Plug and Play, Fuck and Pray, kostet das Ding, ich weiß nicht, roundabout zwischen 600 und 900 Euro, sowas im Dreh, ohne Batterien, ohne Speicher. 600 bis 900 Euro, bam, hast du dein Balkonkraftwerk. So, jetzt willst du es aber anmelden oder musst es ja anmelden, um die Fördergelder zu kriegen. Jetzt hast du es. Willst du es anmelden? Und dann geht die Bürokratie los, weil um es anmelden zu können, muss dein Balkonkraftwerk von einem Elektriker, der von der EWE akzeptiert wird, abgenommen werden, zugelassen werden. Das heißt, um die Anmeldung durchzukriegen, musst du einen zugelassenen Elektriker beauftragen, den du da bezahlen musst. Der muss anfahren, Aufwand und so weiter und so fort. Eventuell muss sogar am Zähler was geändert werden. Also du musst dann quasi einen Elektriker beauftragen, der dann dein Balkonkraftwerk anschließt oder zumindest überprüft. Zum Beispiel ist es dann schon mal außen vor, fast alle Balkonkraftwerke haben nur so einen Stecker,
ne, der zwar auch stromlos ist, also sprich, du steckst ihn rein und dann liefert dir den Strom, wenn im Haus auch Strom ist, ist im Haus kein Strom mehr, liefert der auch keinen mehr oder ziehst den Stecker raus, ist auch sofort kein Strom mehr drauf. Aber die Dinger möchten die Betreiber nicht, weil die sind natürlich auch in der VDE organisiert und VDE ist ja ein Verein oder ein Verband sogar, also mehrere Vereine. Und der VDE gibt halt Richtlinien raus, die sind nicht gesetzlich verbindend, aber Richtlinie. Und danach heißt es, es darf keine normale Steckdose sein, sondern eine WLAN-Steckdose. Und die WLAN-Steckdose, da kriegen die wahrscheinlich Provision für. Von jeder verkauften Steckdose kriegt der VDE was ab. Korrupt, Deutschland ist alles korrupt. Komm mir nicht mit irgendwas, ist nicht so. Doch, Deutschland, wir haben es jetzt 2 Jahre lang Pandemie. Ja? Komm mir nicht mit irgendwas, läuft hier noch normal. Hier ist alles korrupt. Das ganze Land war schon immer korrupt, es ist nur jetzt aufgefallen. So, und so wird das laufen. Da wird Kohle fließen von A nach B, nach C, nach D, damit die am Ende das kriegen, was sie haben wollen. Und die schreiben nur da rein, du musst diese Dose haben, weil die andere funktioniert ja genauso. Aber es ist dann bei VDE im Papier drin, ist zwar kein Gesetz, aber die Elektriker, die dann dein Balkonkraftwerk abnehmen, die haben sich nämlich, wenn sie tätig sein dürfen, also wenn sie für die Abnahme berechtigt sind, haben die sich verpflichtet, nach VDE zu handeln. Also sprich, die müssen dann eine WLAN-Dose reinsetzen. Die kosten nochmal extra 70 oder 80 Euro. Also sprich, da gehen wir schon mal von den 300 Euro was weg. Dann der Stundensatz von dem Elektriker von den 300 Euro was weg. Was meinst du mit diesem Geld? Du Arschputzen mit dieser oder was? Wenn du Pech hast, ja, kommt dich die Anmeldung und damit der Zuschuss teurer, als wenn du es nicht machst. Sollte man sich vorher ganz genau durchrechnen. Das ist nur meine Überlegung bei der ganzen Geschichte. Ich sage nicht, dass du irgendwas nicht anmelden sollst oder dass du irgendwelche illegalen Sachen, aber ich würde mir das genau überlegen, wer da wo an deine Kohle will. Ja? Weil diese ganze Chose, es geht ja darum, dass wir alle weniger Energie verbrauchen. Und das ist übrigens was, was mich bei den ganzen Thematik, Balkonkraftwerk, E-Solar etc. pp. Ein bisschen stört. Da geht es überall immer nur um die Kohle, immer nur ums Geld. Ja, und die anderen auf der anderen Seite, die jüngeren Leute, die immer nur sagen, nee, das muss alles Klima, muss alles Klima, muss alles Klima, aber selber mit dem Handy rumdaddeln, wie doof, ihren PC anhaben, ihr Tablet anhaben und. Da haut doch beides nicht hin. Das heißt, wenn wir wirklich was tun müssen für die Umwelt, ja, dann sollten wir reduzieren. Und für mich einerseits natürlich, ich möchte die Kosten senken, indem ich halt Strom selber einspeise. Aber auf der anderen Seite gehen wir auch massiv hin, und das ist schon die erste Investition gewesen bei mir. Ich habe mir erstmal jetzt ein Messgerät gekauft, was ich hier ja sowieso brauche, ein Stromverbrauchsmesser. Das heißt, ich kann jetzt mal gucken, wie viel Watt verbraucht ein Gerät. Steckdose rein. Ich habe gleich mal angefangen, bei uns den Fernseher reinzupiepen, zack, zu gucken, was verbraucht der denn so? Weil, ne, meine Frau liegt momentan krank im Bett, und wenn die dann stundenlang den Fernseher hat, kann ich gleich kann man gleich sehen, wie viel der tickert. So kann ich jetzt die ganzen Geräte, die Tiefkühltruhe etc. alles mal vermessen, kann man gucken, wer braucht denn was, und habe dann so eine Bilanz fürs ganze Haus. Und da werden wir dran stellen. Also wir haben ja schon alles von normalen Glühbirnen auf LED umgerüstet vor, weiß ich nicht, 5-6 Jahren oder so. Aber dann werden wir weiterschrauben. Da wird es noch mehr geben, wo dann Zeitschaltuhr für irgendwelche Geräte eingebaut werden etc. Also das ist so die ganze Geschichte. Fördergelder, ja, kann man mitnehmen. Mir geht es aber nur darum, weniger Geld für die Stromkosten auszugeben und andererseits weniger Strom zu verbrauchen. Und wenn ich dann einspeise, ist das eben halt ökologisch vertretbarer Strom. Und das ist ja mein Ziel, wenn du das Video nur angucken magst vom letzten Mal. Das Grundziel von mir ist halt, meine Videos klimaneutral zu produzieren. Also sprich, die Kameraaufnahme, die Akkus für die Kamera, die Akkus fürs Licht, die Akkus für den Ton, den Schnitt, das MacBook Pro, alles das klimaneutral an Strom zu bekommen. Das ist das Ziel. Bis 2030 müssen ja alle Unternehmen klimaneutral. Also insofern ist das jetzt schon mal so ein Vorpreschen. Und ja, und das war jetzt so meine erste Erkenntnis auf dem Weg hin zum Balkonkraftwerk. Also es gibt Fördergelder. Musst du überlegen, ob das für dich was bringt oder nicht. Am Ende zählt mir nur, dass das Ergebnis, also sprich, dass ich das Ziel erreiche, was ich will. Ja, da rechne ich zwischendurch kurz mal nach, ob ich da nicht komplett falsch abbiege, aber mehr nicht. Das geht mir sowieso immer auf den Sack. Diese ganzen Leute, die jeden Zähler da 25 Mal umdrehen und hier kannst du noch eine Kommastelle und da kannst du noch Mühe und da kannst du noch Mikro. Das geht auch im Business oft so. Ja? Die rechnen da so lang zu Tode, bis die Mitbewerber längst an denen vorbeigezogen sind. Das kriege ich gerade in YouTube echt unheimlich gut mit und auch bei den Firmen unheimlich gut mit. Die rechnen dann wirklich, oh, können wir hier noch mit Google Ads ein bisschen was machen, können wir mit YouTube Ads noch ein bisschen da, und rechnen das aus, und die Mitbewerber machen guten YouTube-Kanal, so wie ich zum Beispiel meinen Kunden, und ziehen in den Suchmaschinen an den Kunden vorbei. Ah, das so, sollte mal so ein kleiner
Darum geht es regulär hier in dem Kanal. Ganz kurz noch für die Oldenburger unter euch. Also ich habe hier mal einen Link reingepackt. Das Förderprogramm der Stadt Oldenburg für die Balkonkraftwerke bis 600 Watt. Gibt es hier einen Link? Kannst du draufklicken? Also musst du eingeben natürlich. Oder unter dem Video gibt es also auch den Link zum Draufklicken. Und dann kriegst du genau das, wie das mit dem Förderprogramm in Oldenburg abläuft. Und vielleicht fragst du bei deiner Stadt auch mal nach. Und wenn gerade in Niedersachsen bist, ist das ganz toll. Kannst du sagen, hier guck mal, in Oldenburg haben die schon. Wie sieht das bei uns in Hannover oder in Göttingen oder Schlagmethod aus? Also ist nur ein Versuch. Nordhorn, Lingen, Meppen, Leer, keine Ahnung. Gehst halt raus und sagst, hey Leute, ich hätte jetzt gerne auch Fördergeld. Oder ich würde gerne wissen, ob es sowas bei uns auch gibt. Also von diesen Balkonkraftwerk-Videos kommen noch mehr. Es kommen jetzt zwar auch wieder welche zu Videomarketing. Ich weiß noch nicht, die können sich ein bisschen überschneiden. Das kann so ein Wechsel. Aber das siehst du schon. Am besten abonnierst den Kanal, läutest die Glocke, weil dann kriegst du Bescheid, wenn ein neues Video da ist. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du hier likest, teilst, shares, etc. whatever. Bis dahin erstmal vielen Dank und ciao.